um 20.15 Uhr auf Tagesschau 24. Guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen bei Tagesschau 24. Unionskanzlerkandidat Laschet stellt in Kürze in Berlin ein 8-köpfiges Team vor, das ihn im Endspurt des Bundestagswahlkampfes unterstützen soll. Medienberichten zufolge handelt es sich um je 4 Frauen und Männer, unter anderem um den früheren Unionsfraktionschef Merz. Im jüngsten ARD-Deutschland-Trend waren CDU und CSU deutlich hinter die SPD zurückgefallen. Die Union käme demnach nur auf 20% der Stimmen. Und wir übertragen die Vorstellung natürlich live hier auf Tagesschau 24, sobald es losgeht. Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL geht vorerst weiter. Der Bahnkonzern scheiterte gestern mit dem Versuch, den juristischen Ausstand zu beenden. Das Arbeitsgericht Frankfurt am Main lehnte eine einstweilige Verfügung ab. Die Bahn kündigte Berufung an. Die Fronten in dem Arbeitskampf sind weiter verhärtet. Im ARD-Morgenmagazin äußerte sich Bahnsprecher Staus zu Chancen, doch noch eine Verhandlungslösung zu finden. Da kann man wirklich sagen, die Deutsche Bahn hat da viel getan, 3,2% angeboten. Dann jetzt auch kurz vor diesem Streik noch eine Corona-Prämie von 400 oder 600 Euro für jeden, die sogar noch in diesem Jahr wirksam wird. Und wir wollen auch die Laufzeit des Tarifvertrages, wo es ja noch unterschiedliche Auffassungen gab, verkürzen. Aber nach meiner Beobachtung sind das immer Aktionen der DB gewesen. Von der Gegenseite kommt nichts. Hier heißt eine Blockadehaltung und die muss die GDL-Spitze dringend aufgeben. Die Bundesregierung hat sich laut Gesundheitsminister Spahn darauf verständigt, dass Arbeitgeber in einigen Berufsfeldern das Recht erhalten sollen, den Impfstatus ihrer Mitarbeiter abzufragen. Gegenüber dem Spiegel sagte Spahn, dies gelte für besonders sensible Bereiche, zum Beispiel in der Altenpflege, in Kitas oder Schulen. Eine weitere Auskunftspflicht, etwa für Großraumbüros, solle es jedoch nicht geben. Und hier die Zahlen des Robert-Koch-Instituts zur Corona-Lage. Die sind erneut gestiegen. Binnen eines Tages wurden 14.251 Neuinfektionen gemeldet. Das sind gut 2.000 mehr neue Fälle als vor einer Woche. Der Wert für die bundesweite 7-Tage-Inzidenz ist ebenfalls gestiegen und liegt nun bei 80,2. Anderthalb Monate nach der Flutkatastrophe besucht Bundeskanzlerin Merkel am Mittag erneut das Ahrtal. Gemeinsam mit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Dreyer will sie sich in Altena über den Fortschritt der Aufräumarbeiten informieren. Extremer Starkregen hatte Mitte Juli verheerende Überschwemmungen an Flüssen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ausgelöst. Zahlreiche Gemeinden wurden verwüstet. Etwa 180 Menschen kamen ums Leben. Nach dem Durchzug von Ausläufern des Hurrikans Ida ist die Zahl der Toten an der US-Ostküste auf mindestens 44 gestiegen. Den Behörden zufolge ertranken die meisten Opfer in ihren Autos oder zu Hause, wo sie von den Fluten überrascht worden waren. Die Lage im Großraum New York normalisiert sich nur langsam. Noch immer sind Straßen infolge von Starkregen überflutet. Die US-Regierung erklärte den Notstand für den gesamten Bundesstaat New York und stellte Hilfen in Aussicht. Vor Kolumbien ist ein U-Boot mit Kokain im Wert von mehr als 51 Millionen Euro aufgespürt worden. Die Marine fing das Boot nach eigenen Angaben vor der Pazifikküste im Südwesten des Landes ab. An Bord fand sie mehr als 1,8 Tonnen des Rauschgiftes. Als die Besatzung die Sicherheitskräfte bemerkt habe, sei sie ins Wasser gesprungen und in unwegsames Mangrovengelände geflüchtet. Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist zum Einstand von Bundestrainer Flick nur zu einem 2:0 gegen Außenseiter Liechtenstein gekommen. Die Tore im WM-Qualifikationsspiel in St. Gallen in der Schweiz erzielten gestern Abend Timo Werner und Leroy Sané. Die deutsche Elf steht damit auf Platz 2 in der Gruppe J und muss am Sonntag gegen die erstplatzierten Armenier antreten. Und jetzt noch die Wetteraussichten. Heute nach Nebelauflösung vielfach sonnig, im Norden anfangs wolkig, später auch dort meist freundlich, im äußersten Nordwesten dagegen durchweg grau. Am Nachmittag im Allgäu einzelne Schauer oder Gewitter bei 17 bis 27 Grad.
Unionskanzlerkandidat Laschet stellt in Kürze in Berlin ein 8-köpfiges Team vor, das ihn im Endspurt des Bundestagswahlkampfes unterstützen soll. Medienberichten zufolge handelt es sich dabei um je 4 Frauen und Männer, unter anderem um den früheren Unionsfraktionschef Merz. Im jüngsten ARD-Deutschland-Trend waren CDU und CSU deutlich hinter die SPD zurückgefallen. Die Union käme demnach nur auf 20% der Stimmen. Und wir übertragen die Vorstellung auf Tagesschau 24. Hier aber zunächst noch einmal der Blick auf den Deutschland-Trend. Friedrich Merz. Ja. Ja, meine Damen und Herren, herzlichen Dank, lieber Armin Laschet. Wir stehen in der Tat vor einer Richtungsentscheidung bei dieser Bundestagswahl 2021. Ich freue mich, dass ich die Themen Wirtschaft und Finanzen in diesem Zukunftsteam unseres Kanzlerkandidaten besetzen darf. Und es ist in der Tat ein extrem wichtiges Thema, dass wir neue wirtschaftliche Dynamik in diesem Land entwickeln, dass wir das Land entfesseln, dass wir nicht mit neuen Abgaben, neuen Steuern, neuen Belastungen, neuer Bürokratie vorangehen, sondern dass wir jetzt wirklich die Wachstumspotenziale unserer Volkswirtschaft nutzen. Dazu gehört, dass wir genau diese Innovationen auf den Weg bringen, die wir vorschlagen. Dazu gehören aber auch solide Staatsfinanzen und eine stabile Währung, ein stabiler Euro. Dafür steht die Union. Wir halten fest an der Schuldenbremse. Wir wollen wieder ausgeglichene Haushalte. Wir wollen auch Zukunftschancen für die junge Generation mit ausgeglichenen Haushalten. Und wir stehen auch für einen stabilen Euro, für eine Wirtschafts- und Währungsunion, die sich an die Regeln hält. Nur beides geht zusammen. Eine wachsende Wirtschaft, Dynamik in der Volkswirtschaft und solide Staatsfinanzen. Dafür steht die Union. Dafür stehe ich auch ganz persönlich ein. Und dafür stehe ich im Team von Armin Laschet. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Friedrich Merz. In der Tat brauchen wir, auch um die Klimaschutzziele zu erreichen, den Umbau unserer Volkswirtschaft. Das ist etwas anderes als Überschriften formulieren. Das ist etwas anderes als immer neue Daten in der Zukunft 15, 20 Jahre weg zu definieren, sondern das beginnt bei Stahl, bei der Automobilindustrie, bei der chemischen Industrie, bei vielen Familienbetrieben. Jetzt den Übergang zur Klimaneutralität zu gestalten. Und wir haben das am letzten Montag im Bundesvorstand mit einem Papier zur Energiepolitik beschrieben, wie der Weg geht. Wiebke Winter, Thomas Hallmann und Andreas Jung haben einen Turbo für die erneuerbaren Energien vorgelegt, mit konkreten Pfaden, wie das funktioniert. Wir brauchen Turbo statt Vetorechte im Kabinett, wie das die Grünen wollen. Und einer, der für dieses Thema steht, wie kein anderer, ist Andi Jung. Und er wird den Bereich Klima und Energie in unserem Zukunftsteam verkörpern. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Armin Laschet, wir brauchen mehr Tempo beim Klimaschutz. Wir müssen den Klimaschutz beschleunigen. Das ist die unbedingte Notwendigkeit, um das Pariser Abkommen umzusetzen. Das ist aber nicht nur eine politische Forderung, das ist in Deutschland Gesetz. Wir haben das vor der Sommerpause in das Klimaschutzgesetz reingeschrieben, das Ziel der Klimaneutralität und den Weg dahin. Und jetzt geht es darum, wie setzen wir das um? Und dazu setzen wir auf Innovation. Wir setzen auf Technologien. Wir setzen auf Technologieführerschaft und Technologiekooperation. Weil wir überzeugt sind, das ist der Schlüssel, um die Dinge zusammenzuhalten. Wir müssen klimaneutral werden und gleichzeitig Industrieland bleiben. Wir brauchen diese wirtschaftliche Dynamik, von der Friedrich Merz gesprochen hat. Aber wir müssen gleichzeitig die Klimaziele erreichen, die Menschen mitnehmen, die Arbeitsplätze erhalten, Mobilität im ländlichen Raum stärken. Und dazu haben wir Konzepte vorgelegt. Dazu brauchen wir die Wasserstoffstrategie, damit die Industrie klimaneutral wird. Dazu brauchen wir die erneuerbaren Energien, weil sie die Grundlage sind für diese Beschleunigung beim Klimaschutz.
Und dazu setzen wir eben ganz stark auf Innovationen mit vielen Vorschlägen, mit Strategien. Das steht für uns im Mittelpunkt. Damit bringen wir die Dinge zusammen. Nachhaltigkeit in der ganzen Breite. Umwelt, Wirtschaft und Soziales. Das ist unser Weg. Und der Klimaschutz ist eine Menschheitsfrage. Aber Technologieführerschaft ist auch Überlebensfrage der deutschen Wirtschaft. Wir bringen beides zusammen. Das ist die eine große Transformationsaufgabe, vor der wir jetzt stehen in diesem Modernisierungsjahrzehnt. Aber es gibt eine weitere. Wir haben in der Pandemie gemerkt, wir sind digital nicht so aufgestellt, wie wir es sein müssten und wie auch unser Anspruch ist. Und deshalb wird die Digitalisierung und Transformation unserer Wirtschaft eine ganz große Aufgabe sein, vor allem aber auch die Transformation unserer Verwaltungen. Die Menschen werden nicht akzeptieren, dass sie privat für sich alles digital erledigen können und wenn sie auf öffentliche Verwaltung stoßen, sie eine Nummer ziehen müssen und sich anstellen müssen und zum Amt marschieren müssen und alles, was wir heute noch erleben, bei ganz normalen Dingen, die wir für uns erledigen. Deshalb müssen wir in der Verwaltung mehr Tempo machen und jemand, der schon jetzt für dieses Thema steht, ist die stellvertretende Vorsitzende der CSU, die Staatsministerin im Bundeskanzleramt für Digitales, Doro Beer. Hallo. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich wirklich sehr, im Team von Armin Laschet dabei sein zu dürfen für das Zukunftsthema schlechthin, Digitalisierung, aber auch Innovation, Transformation. Und Armin Laschet hat es bewiesen in Nordrhein-Westfalen, wenn man Digitalisierung zur Chefsache macht, dann läuft es auch in einem Bundesland und genauso wird es auch in ganz Deutschland laufen. Wir wollen neue Strukturen, wir wollen ein Bundesministerium für Innovation und Transformation, wir wollen dem Staat ein Update verpassen. Wir haben jahrzehntelang wirklich herausragende Strukturen gehabt. Aber in einem digitalen Zeitalter braucht es noch mal mehr Schnelligkeit. Wir müssen was tun gegen die Bedenkenträger, gegen die Besitzstandswahrer, gegen die Befindlichkeiten in diesem Land und müssen einen neuen digitalen Turbo zünden. Das gilt für die Verwaltung, aber das gilt natürlich auch für uns als Staat selber, weil es auch darum geht, den Menschen ihr Leben zu erleichtern. Und zwar egal, wo sie wohnen. Egal, ob in der Stadt, auf dem Land, egal, wie alt sie sind, egal, aus welchem Elternhaus sie kommen. Egal mit welchem Pass Sie vielleicht auch mal zu uns gekommen sind. Also Digitalisierung für alle, nicht als Selbstzweck, sondern für Lebenserleichterung. Wir wollen es für unsere Gründerinnen und Gründer erleichtern. Wir wollen da ein Entfesselungsjahrzehnt für alle. Manchmal wurden uns jetzt auch Fesseln angelegt, teilweise auch vom Koalitionspartner. Die gilt es jetzt zu sprengen. Wir haben alle Lust auf Zukunft. Ich finde das Team spannend, nicht nur, weil es paritätisch ist. Ich finde es spannend, weil wir, wenn ich mich nicht verzählt habe, gemeinsam auch 19, nicht gemeinsam, aber 19 Kinder haben, die alle in diesem Team sind. Allein daran merkt man, dass wir für die Zukunft arbeiten. Es gibt sogar schon ein paar Enkelkinder. Also wir machen Politik nicht nur für die nächsten 30 oder 100 Jahre, sondern weit darüber hinaus. Dafür danke ich, dabei sein zu dürfen. Und wenn Sie noch mehr an unseren Inhalten interessiert sind, sind Sie herzlich eingeladen. Kommenden Montag, da wird der erste große digitalpolitische Aufschlag stattfinden, gemeinsam mit dem CSU-Netz, aber auch dem C-Netz, weil innerhalb unserer beiden Parteien, CDU und CSU, funktioniert es hervorragend bei den Digitalpolitikerinnen und bei den Digitalpolitikern. Selbstverständlich wird Kanzlerkandidat Armin Laschet dabei sein, unsere Bundeskanzlerin wird dabei sein und alle Köpfe, die Sie aus der Digitalszene vielleicht schon kennen, vielleicht auch nicht, lassen Sie sich überraschen. Ich habe Lust auf Zukunft, auf dieses Modernisierungsjahrzehnt und auch Lust auf ein Deutschland mit einem Bundeskanzler Armin Laschet. Wir merken in diesen Tagen, wie eng die Wechselbeziehungen sind zwischen Außenpolitik und Innenpolitik. Der Einsatz in Afghanistan ist einmal begonnen worden, nach dem 11. September 2001, um zu verhindern, dass sich erneut terroristische Aktivitäten in einem rechtsfreien Raum, in einem Land entfalten, aus dem dann die ganze Welt bedroht worden ist. Das war der Grund für den Afghanistan-Einsatz. Und dieser ist jetzt beendet.
Und die große Sorge besteht, entsteht dort wieder Raum für Terrorismus, für Gefährdungen der inneren Sicherheit. Und deshalb ist mir diese Wechselbeziehung zwischen Innen- und Außenpolitik so wichtig. In der Innenpolitik brauchen wir im Inland klare Regeln. Null Toleranz gegenüber Kriminalität. Bekämpfung des Rechtsextremismus und des Rechtsterrorismus, was im Inland derzeit die größte Bedrohung für den Frieden ist. Anschläge von rechts auf Menschen und Synagogen und friedliche Bürgerinnen und Bürger. Aber es gibt auch den Linksextremismus, es gibt den fundamentalistischen Terrorismus und der ist meistens international verknüpft. Und einer derer, die wie kein anderer diese Wechselwirkung beschreibt, der weiß, was jetzt an Gefahren droht und wie wir dem begegnen können, ist Peter R. Neumann. Er ist Terrorismusfachmann, er ist wissenschaftlich in London tätig und er ist einer der Wissenschaftler, die Wissenschaft auch in praktische Politik übersetzen können und Handlungsanweisungen geben können. Er hat mich seit vielen Jahren beraten und ich freue mich, dass er mit in das Zukunftsteam für die Bundestagswahl einsteigt. Herzlich willkommen, Peter R. Neumann. Ja, danke schön. Ich bin ja kein Politiker und deswegen wollte ich einfach erstmal zwei Worte darüber sagen, warum ich mir das antue. Das ist zumindest die Frage, die mir gestern viele Freunde gestellt haben und da gibt es zwei Gründe. Der erste Grund ist, das wird viele überraschen, Armin Laschet. Ich habe mit vielen, vielen Politikern in den letzten 10 Jahren zu tun gehabt, vielen Politikern gesprochen, nicht nur hier in Deutschland, auf der ganzen Welt. Man trifft viele Politiker, die suchen eigentlich nur nach einem politischen Dreh. Die wollen eine Schlagzeile, die wollen einen Slogan, die sind gar nicht an dir interessiert, die wollen dich instrumentalisieren. Es gibt auch viele Politiker, die interessieren sich gar nicht für dich, die wissen im Prinzip schon alle Antworten und die reden mit dir oder die reden auf dich ein und wollen gar keine Antworten. Und es gibt eine dritte Gruppe von Politikern und dazu gehört Armin Laschet, die wirklich zuhören, die wirklich reflektieren und die wirklich echt an den Themen interessiert sind. Und das schätze ich an Armin Laschet, deswegen unterstütze ich ihn, damit kann ich mich identifizieren und ich hoffe, dass er Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland wird. Was die Themen angeht, das ist der zweite Grund. Armin Laschet hat es bereits gesagt, für mich ist es wichtig, dass wir begreifen, dass diese ganzen Sicherheitsthemen nicht mehr nur durch eine Brille begreifbar sind. Das sehen wir jetzt in Afghanistan. Etwas passiert am Ende der Welt und hat am nächsten Tag Konsequenzen hier in Deutschland. Aber das ist nicht nur beim Thema Terrorismus Afghanistan so. Das ist im Prinzip bei fast allen wichtigen sicherheitspolitischen Themen so. Ob es die globale Pandemie ist, ob es Klimasicherheit ist, hybride Kriege, ob es die neuen Technologien sind. Das sind alles Themen, die sich an keine Ressortgrenzen halten und die sich auch nicht an die Unterscheidung zwischen In- und Ausland halten. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass Armin Laschet diesen Vorschlag des Nationalen Sicherheitsrates umsetzen möchte und ich unterstütze ihn dabei. Und natürlich unterstütze ich auch die gesamten innenpolitischen Forderungen der CDU, sei es Unterstützung von Einsatzkräften, die angegriffen werden, sei es Null Toleranz gegen organisierte Kriminalität und Extremisten. Das ist alles wichtig, denn in einer Zeit großer Veränderung muss man Leuten das Gefühl geben, dass es einen Kompass gibt, dass es einen Staat gibt, der die Gesetze auch wirklich durchsetzt. Und ich weiß von langer Zeit, dass das eines der großen Themen ist, die Armin Laschet bewegt. Ich danke Armin Laschet für diese Berufung. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und freue mich auf die ganzen Themen, die wir gemeinsam anpacken können. Dankeschön. Für mich persönlich ist seit vielen, vielen Jahren, seit ich Politik mache, die Frage sozialer Gerechtigkeit eine, die mich am Ende sogar in die Politik gebracht hat. Wie gelingt es eigentlich, dass jedes Kind, unabhängig von der Herkunft der Eltern, unabhängig von seiner Kultur, seiner Religion,
seiner sozialen Herkunft den Aufstieg schaffen kann. Echte Gerechtigkeit ist es, wenn man durch Bildung, durch eigene Leistung den Weg finden kann in seinem Leben. Und das wird vor allem durch eine kluge Bildungspolitik geleistet. Und wir haben erlebt, in der Pandemie ist die Kluft wieder größer geworden. Die Kinder, wo die Eltern helfen können, sind besser durch die Pandemie gekommen. Kinder, wo die Eltern nicht helfen können, die auf gute Schulbildung angewiesen sind, werden nicht durch Bildschirme und Digitalunterricht alleine ihre Chancen bekommen. Und in einer 2- bis 3-Zimmer-Wohnung mit mehreren Geschwistern und die Eltern noch im Homeoffice ist das Lernen schwerer als in einem Einfamilienhaus, vielleicht noch mit einem Nachhilfelehrer oder Lehrerin. Und deshalb ist diese Frage Aufstieg durch Bildung, Aufsteigerrepublik werden, für mich seit Jahren prägend. Und ich bin froh, dass ich eine der profiliertesten Bildungsministerinnen in Deutschland, die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz war, gewinnen konnte, die weiß, was Bildung für Kinder bedeutet, Karin Prien aus Schleswig-Holstein. Moin, lieber Armin Laschet, meine Damen und Herren. Es ist mir eine große Freude, hier heute zu sein und Armin Laschet zu unterstützen im Rahmen dieses Zukunftsteams. Ja, warum geht es? Wofür brenne ich und wofür brennen wir beide gemeinsam? Ja, seit vielen Jahren ist es das Thema Bildungsgerechtigkeit. Es geht darum, durch Aufstieg soziale Gerechtigkeit zu schaffen. Und meine Damen und Herren, das ist eines der großen Megathemen dieses Jahrzehnts. Wir haben es erlebt in der Corona-Pandemie, dass da nicht alles zum Besten steht. Wir haben viel getan in dieser Zeit. Wir haben durch die Aufstiegsmilliarde begonnen, die Lernrückstände und die psychosozialen Folgen der Pandemie ein wenig in den Griff zu kriegen. Aber da ist mehr zu tun. Und ich will Ihnen ein paar Themen nennen, wo wir arbeiten müssen. Wir müssen arbeiten in der frühkindlichen Bildung. Wir müssen dafür sorgen, dass Kinder, wenn sie in die Schule kommen, Deutsch gelernt haben. Wir müssen dafür sorgen, dass Förderbedarfe früher erkannt werden und angegangen werden. Ein zweiter wichtiger Bereich ist das ganze Thema Digitalisierung in Schule. Und da geht es nicht nur um Technik, da geht es vor allem um Pädagogik. Ich glaube, dass die Digitalisierung wirklich das Potenzial hat, eine neue Bildungsrevolution in diesem Jahrzehnt einzuleiten und das Versprechen, Bildungsgerechtigkeit unabhängig von der sozialen Herkunft, egal ob jemand Zuwanderungshintergrund hat oder nicht, tatsächlich einzulösen. Und ich will ein weiteres Thema nennen, das ist das Thema Weiterbildung. Auch ein Megathema dieses Jahrzehnts. Wir müssen dafür sorgen, dass Menschen im Verlauf ihrer Bildungsbiografie immer wieder die Chance bekommen. Dafür müssen wir das BAföG reformieren. Dafür müssen wir BAföG und Aufstiegs-BAföG zusammenführen. Das sind die Themen, die wir gemeinsam angehen wollen. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf dich, lieber Armin, als Bundeskanzler. Ja, und bei dem Thema werden Sie sagen, ja, aber das ist ja gar nicht Bundeszuständigkeit. Ja, das stimmt. Bildung interessiert die Menschen. Die Menschen interessiert übrigens nicht, wer wo zuständig ist, sondern ob das Problem gelöst wird. Und wir brauchen eine engere Verknüpfung der 16 Länder mit der Bundespolitik, wo die Ideen, die Karin Prien gerade beschrieben hat, dann auch reibungslos umgesetzt werden, dass nicht Programme geschrieben werden, Milliardenprogramme, die nicht abfließen, weil die Bedingungen so kompliziert sind, sondern dass wir hier zu einer neuen Dynamik zwischen Bund und Ländern kommen. Und ich erhoffe, dass wir im Vermittlungsausschuss möglichst noch in dieser Wahlperiode erreichen, dass der Rechtsanspruch für Kinderbetreuung auch im Grundschulalter gesichert wird. Das ist ein Thema zwischen Bund und Ländern. Und Karin Prien wird genau diese Scharnierstelle sein, die das in einer künftigen Bundesregierung uns erleichtert. Und das Thema, wer hat unter der Pandemie gelitten, wird persönlich jeder auch beantworten, viele Familien. Familien waren besonders belastet in dieser Corona-Zeit. Und Familien brauchen mehr Zeit, mehr Raum, mehr Geld, auch mehr Respekt für das, was sie leisten. Und Familien brauchen steuerliche Entlastung und nicht neue Belastungen.
Sie brauchen Unterstützung, auch ideell, und jemand, der weiß, was Familie ist, welche Belastungen auf Familien lasten, ist Silvia Breher. Und deshalb bin ich froh, dass sie mit im Team ist. Moin in die Runde, lieber Armin, vielen Dank, dass ich da sein darf. Sehr geehrte Damen und Herren, Familie ist Zukunft. Und wenn wir über Zukunft sprechen, dann müssen wir über Familien sprechen, Familienpolitik. Und diese Bundestagswahl ist eine Richtungsentscheidung auch bei der Frage Belastung oder Entlastung für Familien. Eine Familie zu haben, ist das größte Geschenk im Leben. Es Eltern zu sein, die größte Herausforderung und das größte Abenteuer, das man überhaupt bestehen kann. Und gerade während dieser Pandemie haben Familien in Deutschland, haben Eltern und haben Kinder Unglaubliches geleistet. Und deswegen können wir es überhaupt nicht verstehen und haben null Verständnis dafür, dass die SPD und die Grünen das Ehegattensplitting abschaffen wollen. Denn dann lassen sie es uns nennen, wie es ist. Es ist eine Steuererhöhung für die Familien, für Eltern und Kinder in Deutschland. Das ist für uns weder sozial noch gerecht. Wir wollen die Familie in den Mittelpunkt stellen. Wir wollen ihnen nicht vorschreiben, wie sie zu leben haben, in welche Richtung, welche Ideologie. Wir wollen an ihrer Seite stehen. Und dafür brauchen Familien, und du hast es schon gesagt, Armin, drei Dinge. Sie brauchen vor allen Dingen, und da kannst du jede Familie fragen, mehr Zeit. Deswegen wollen wir Zeitwertkonten errichten und sie als Familienzeitkonten nutzen für die Flexibilisierung Arbeit und Familie. Wir wollen die Elterngeldmonate ausweiten und flexibilisieren und vor allen Dingen Familienleistungen digitalisieren und zusammenführen. Familien brauchen aber auch mehr Geld. Deswegen wollen wir den Einstieg ins Kindersplitting und wir wollen Alleinerziehende mit einem höheren Freibetrag stärker entlasten. Und drittens brauchen Familien Freiräume, Raum zum Leben, Wohneigentum. Deswegen unser Fokus auch in der nächsten Legislatur, unser Versprechen, mehr für Wohnraum für Familien zu tun. Wir als Union sind Familie. Wir stehen an der Seite der Familie und wollen das mit Armin Laschet auch in der nächsten Legislatur machen, damit Familien in Deutschland sicher leben, sich wohlfühlen und uns an ihrer Seite wissen. Dankeschön. Das war zugleich die Erststimmenkönigin bei der letzten Bundestagswahl, jemand, der in Berlin verankert ist und vor Ort hohe Zustimmung auch bei den Menschen genießt. Was wir brauchen in der Politik, ist auch mal jemand, der um die Ecke denkt, der die Dinge anders macht, der aus einer beruflichen Erfahrung kommt, nicht aus dem Plenarsaal, aus dem Hörsaal in den Plenarsaal gewechselt ist, sondern der beruflich etwas geleistet hat, Ideen hat, kreativ ist, Menschen bewegen kann. Das war mir wichtig. Und gerade die Kreativwirtschaft in Deutschland zeigt jeden Tag, welche neuen Geschäftsmodelle, welche neuen Ideen, welche neuen Erfindungen man auch entwickeln kann, um danach Menschen Arbeit zu geben. Und einer, der das in besonderer Weise tut, mit dem ich seit vielen, vielen Wochen eng mich austausche und der hier in Berlin für den Deutschen Bundestag kandidiert im Wahlkreis Spandau, ist Joe Cialo, und ich darf ihn auf die Bühne bringen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann. Armin, ich freue mich, dass du mich in dieses Zukunftsteam mitberufen hast. Was mich besonders freut, ist die Tatsache, dass wir zwei Wörter darin beinhaltet haben, nämlich Zukunft und Team. Und ich glaube, das, was wir bisher gesehen haben, hat so viele tolle Themen beinhaltet. Und das ist für mich auch eine absolute Motivation. Wir durchleben derzeit
eine Phase, in der wir von drei Megathemen oder sogar noch mehr, also Globalisierung, Klima, Digitalisierung, in Atem gehalten werden. Aber wir haben auch gemerkt in dieser pandemischen Zeit, dass es ohne Kunst und Kultur sehr still wird. Kunst und Kultur, das ist der Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält. Und es ist vor allen Dingen auch ein Wirtschaftsfaktor hier in Deutschland, vor allen Dingen aber auch hier in Berlin. Ich möchte deshalb auch kandidieren für den Deutschen Bundestag, weil ich gemerkt habe, dass viele Künstlerinnen und Künstler in privat motiviert das Gespräch suchen mit Politikern, aber am Ende des Tages vielleicht nicht mehr so viel bewegen können. Warum? Weil die Entscheidungen in der Herzkammer der Demokratie gefällt werden, nämlich im Deutschen Bundestag. Und ich freue mich sehr, dass ich mit dir, lieber Armin, genau diesen Weg gehen kann, um die Welt für die Künstlerinnen und Künstler ein Stück weit heller erscheinen zu lassen. Wir stehen zu Beginn eines neuen Jahrzehnts technologischer Umbrüche. Wir sehen große Veränderungen in der Medizin, in der Raumfahrt, aber auch in der Ernährung und Robotik. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir zum einen, was die Zukunft angeht, extrem investieren und so die Herausforderungen für Klimaschutz und Globalisierung auch angehen können. Dorothee Beer hat es vorhin ja auch schon erwähnt, dieses Bundesministerium für digitale Innovation und Transformation halte ich für eine gute Idee, wenn sie nämlich kein Verwaltungsapparat ist, sondern ein Hub, wo Kreatives entsteht, und davon bin ich fest überzeugt. Aber ein Punkt, der mir persönlich als Kreativer sehr am Herzen liegt. Ich will verhindern, dass derart viele Künstlerinnen und Künstler in der Zukunft noch einmal massiven Existenzängsten ausgesetzt sind. Und deswegen werden wir für die Künstler in Zukunft Anpassungen bei der Kranken- und Pflegeversicherung und bei der Künstlersozialversicherung vornehmen, damit sich diese Situation dauerhaft ändert. Und ich denke, es ist auch sehr, sehr wichtig, die Fördermittel für den Bereich Film, Musik, Gaming, Verlag, Literatur noch weiter aufzustocken. Vielleicht habt ihr festgestellt, dass in allem, was heute hier gesagt wurde, von mir und meinen Kollegen, von Friedrich Merz über Dorothee Beer, über Silvia Breer, dass nie die Rede von Verboten waren, sondern von Gestaltungsmöglichkeiten und Beinfreiheit. Und das ist exakt das, was mich als jemanden, der von der Seite, von der Wirtschaft in die Politik kommt, richtig motiviert. Und ich danke dir, Armin, dass du mir, dass du der Kultur- und Kreativwirtschaft die Möglichkeit gibst und das Brennglas drauf hältst, damit jeder in Deutschland merkt, wie wichtig dieser Kulturbereich ist für die Zukunft. Danke. Kultur trägt zum Zusammenhalt der Gesellschaft bei, aber auch gleichwertige Lebensverhältnisse. Und gleichwertige Lebensverhältnisse heißt, Politik nicht nur zu betrachten aus der Berliner Ebene, aus der Bundespolitik, sondern wahrzunehmen, was in den Ländern geschieht und vor allem in den Kommunen. Wir haben gerade in der Pandemie gemerkt, dass viele Entscheidungen davon abhängen, ob Kommunen gut funktionieren. Ein gut funktionierendes Gesundheitsamt, eine kreative Idee in Tübingen oder in Rostock oder an anderen Orten, hat in der Pandemie Vorbildliches geleistet und andere sind dem gefolgt. Und diese Ebenen zusammenzubringen, Bund, Länder und Kommunen, ist eine wichtige Aufgabe. Es gibt nämlich nicht nur die Aufgabe, Ost und West zusammenzubringen, sondern auch ländliche Räume und große Metropolregionen und Millionenstädte. Und eine, die das in ihrem Leben gemacht hat, die Ehrenamt kennt, ist Barbara Kletsch. Sie war langjährige Oberbürgermeisterin von Annaberg-Buchholz in Sachsen. Sie weiß, was Kommunalpolitik ist. Sie ist Sozialpolitikerin gewesen in der sächsischen Landesregierung und ist heute mit ihrer Expertise auch eine Stimme, die weiß,
wie Ostdeutschland tickt. Deshalb freue ich mich, dass sie mit dabei ist, Barbara Klepsch aus Dresden. Ja, lieber Armin Laschet, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, ich weiß, wie Kommunalpolitik funktioniert. Und ich weiß auch, dass es soziale Sicherheit und gleichwertige Lebensverhältnisse braucht, um ja quasi ein lebenswertes Deutschland ja weiter für uns zu haben. Unser Anspruch ist es, dass wir eines der verlässlichsten und sichersten Sozialversicherungssysteme der Welt weiter haben. Dazu gehören natürlich auch Themen wie Sicherheit im Alter, wie verlässliche soziale Sicherheit, oder es gehört eben auch dazu, dass das Thema Pflegeangebote weiter stabilisiert und ausgebaut wird. Aber wenn wir von gleichwertigen Lebensverhältnissen sprechen, dann darf das keine Frage von Postleitzahl sein, sondern dann geht es uns darum, dass wir gleiche Menschen im Land, ganz gleich, wo wir sind, dort die gleichwertigen Lebensverhältnisse bringen. Und dazu haben wir in der Tat noch einiges vor uns. Ich denke hier zum Beispiel an die Versorgung in Stadt und Land, wenn wir von der medizinischen Versorgung sprechen. Und die Pandemie hat uns, glaube ich, auch so einiges dort deutlich gemacht. Deswegen bin ich dankbar, dass wir ganz klar uns dazu bekannt haben, 5000 zusätzliche Studienplätze im Bereich Humanmedizin zu schaffen. Es geht aber auch darum, und ich glaube, auch das hat der ländliche Raum schon gezeigt, dass das Thema Landarztquote und die weiter ausbauen ein wichtiges Thema sein wird. Ja, Verkehrswege, schnelle, moderne werden ein wichtiges Thema sein. Lebendige Innenstädte, auch das haben wir in den letzten Monaten, glaube ich, alle gespürt. Da gehört Kultur, da gehört eine gut funktionierende Gastronomie, da gehören aber auch ganz attraktive Geschäfte dazu. Und ich bin froh, dass wir hier ein Sonderprogramm auflegen wollen, neben den Stadtentwicklungsprogrammen, was genau den Schwerpunkt in den Blick nimmt. Ja, und wir haben von gleichwertigen Lebensverhältnissen natürlich ausgehend, so wie wir die ländlichen Regionen im Blick haben, auch die Metropolregionen genauso mit im Auge. Und da geht es um mehr Wohnraum. Ziel ist, bis 2025 1,5 Millionen mehr Wohnungen zu schaffen. Ich glaube, auch das ein ganz klares Bekenntnis. Ich wurde anmoderiert, dass ich aus dem Osten komme. Ja, und da bin ich in der Tat auch dankbar, dass in dem Regierungsprogramm das Thema Zukunft Ost einen klaren Schwerpunkt mitgefunden hat. Ich bin dankbar, dass dort man sich klar dazu bekannt hat, dass auch weitere Behörden, Bundesbehörden in die ländlichen Regionen, in den Osten kommen. Ich glaube, das sind ganz, ganz wesentliche Aspekte. Nun stamme ich selber aus dem ländlichen Raum und war fast 14 Jahre Oberbürgermeisterin von Annaberg-Buchholz. Und wir haben noch viel zu tun. Aber wenn man immer nur von abgehängten Regionen spricht, ich glaube, dann hat man das Lebensgefühl nicht erkannt. Denn immerhin, ja, über die Hälfte des Mittelstandes kommt aus dem ländlichen Raum. 2/3 der Beschäftigten arbeiten im ländlichen Raum. Also ich glaube, das sind ganz klare Zeichen, dass es unsere Aufgabe ist, weiter uns für Stadt und Land und für alle Menschen in Deutschland einzusetzen. Dafür stehen wir, das ist unser Regierungsprogramm und ich bin froh und dankbar, hier an Ihrer Seite mitstehen zu dürfen und gemeinsam an diesem Zukunftsprogramm mitarbeiten zu können. So. Dann danke ich auch Barbara Klepsch. Gleichwertige Lebensverhältnisse, das heißt Ost und West, heißt aber auch Stadt und Land. Und ich weiß aus Nordrhein-Westfalen, dass wir in den großen Städten noch nicht gleichwertige Lebensverhältnisse haben. Die Arbeitslosigkeit in manchen westdeutschen Städten ist höher als in Ostdeutschland. Aber in Ostdeutschland fehlen industrielle Kerne, fehlen Bundesbehörden, wird ein neuer Strukturwandel anstehen. Und genau dies zusammenzuhalten, ist das, was wir uns im Team vorgenommen haben.
So, jetzt kommen die anderen Teammitglieder noch mal zu uns. Und ich freue mich schon auf diesen Endspurt und freue mich vor allem darauf, in den nächsten Tagen mal zu sehen, welche weiteren Persönlichkeiten denn die SPD aufzubieten hat. Wie eigentlich die künftige Mannschaft der SPD aussieht, wenn man ihr die Stimme gibt. Da werden viele im Moment versteckt. Und die Vielfalt unseres Landes, die Vielfalt der CDU, spiegelt sich in dem wider, was wir Ihnen heute vorgestellt haben. Wir jedenfalls kämpfen zusammen, dass es am 26. September nicht zu einem linken Bündnis in Deutschland kommt, sondern dass weiter bürgerliche Politik für die Menschen gemacht werden kann. Da sind wir ambitioniert und das ist unser Anliegen. Unionskanzlerkandidat Laschet hat also sein achtköpfiges Team vorgestellt, das ihn im Endspurt des Bundestagswahlkampfes unterstützen soll. Darüber sprechen wir gleich mit unserer Reporterin vor Ort. Zunächst aber werfen wir noch schnell einen Blick auf den neuesten ARD-Deutschland-Trend. Denn dort waren ja CDU und CSU zuletzt deutlich hinter die SPD zurückgefallen. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, dann käme die Union auf 20%, minus 7 Punkte im Vergleich zu Anfang August. Das ist der niedrigste Wert für die Union, den wir hier im ARD-Deutschland-Trend je gemessen haben. Die SPD 25%, plus 7 Punkte im Vergleich zu Anfang August, liegt an Platz 1. Das ist ihr seit 4,5 Jahren nicht mehr gelungen. Da lag sie zum letzten Mal ganz knapp vor der Union. Die anderen Parteien nicht ganz so spektakulär. Die AfD verbessert sich um 2 Punkte, kommt auf 12%. Die FDP um 1 Punkt, kommt auf 13%. Die Linke stabil bei 6%. Und die Grünen büßen 3 Punkte ein, liegen bei 16%. Wenn man in Deutschland den Bundeskanzler oder die Kanzlerin direkt wählen könnte, wem würden Sie dann die Stimme geben? Wir gucken hier mal auf die einzelnen Parteianhänger an der Stelle. Und ganz klar, mit 87% der Nennung der SPD-Parteianhänger liegt Olaf Scholz ganz klar vorne. Also er hat seine Parteianhänger hinter sich. Bei Annalena Baerbock gibt es 61% der Grünen-Anhänger, die sagen, ja, die würde ich direkt wählen. Auch noch ein ordentlicher Wert. Aber Armin Laschet, da sagen nur 47% der Unionsanhänger, den würde ich direkt wählen. Das ist ein eher schwacher Wert. Und das ist tatsächlich kritisch für die Union, dass der Kanzlerkandidat da so wenig Zugkraft entwickelt. Übrigens auch bei den älteren Wählerinnen und Wählern, die ja gerade für die Union besonders wichtig sind. Das war jetzt der Ausschnitt mit den Parteianhängern. Aber wenn wir insgesamt auf die Bürgerinnen und Bürger gucken, da haben wir auch den sogenannten Profilvergleich abgefragt, nämlich gewisse Charaktereigenschaften der drei Personen. Und auch hier gibt es einen ganz klaren Favoriten. Bei der Frage, wer ist denn eigentlich am sympathischsten, liegt Olaf Scholz mit 42% der Nennungen vorne, plus 24 im Vergleich zu Anfang Mai. Also das ist jetzt auch schon eine Weile her, aber ganz deutlich vorne. Annalena Baerbock 23%. Minus 21, die hat stark verloren. Armin Laschet 13, minus 4. Und bei der Frage, wer zeigt am meisten Führungsstärke, da sagt sogar eine Mehrheit, Olaf Scholz 53%. Das kann er am besten, plus 22. Hier ist Armin Laschet mit 15% bzw. Annalena Baerbock mit 8% sind auch eindeutig abgeschlagen. Das heißt, es gibt hier im Moment einen deutlichen Rückenwind für den SPD-Kandidaten. Das haben wir über die vergangenen Wochen auch schon gemerkt, aber in dieser Deutlichkeit ist das jetzt tatsächlich neu. Tja, aber welche Koalitionsoptionen würden sich derzeit nach den Umfragen ergeben? Hier mal eine Übersicht. Die heiße Phase des Bundestagswahlkampfs läuft. Und die drei Kandidaten ziehen durch das Land, um bei den Wählern auf Stimmenfang zu gehen. Alle Parteien geben Gas. Und vor allem die Union hat das gerade nötig. Das zeigt der neue Deutschland-Trend. Die Umfragewerte der Union stürzten in den Keller. Mit 20% liegen sie auf einem historischen Tief. Stärkste Kraft laut Deutschlandtrend ist jetzt die SPD. Die AfD legt leicht zu, FDP und Linke bleiben einigermaßen stabil. Die Grünen verlieren 3 Prozentpunkte.
CSU-Chef Söder hatte schon im ARD-Sommerinterview mehr Inhalte gefordert. Nur so komme die Union aus dem Umfrageloch noch raus. Eigentlich wäre Zeit, über die großen Themen zu streiten. Klimawandel, Corona, wirtschaftliche Entwicklung und auch Afghanistan. Stattdessen beschäftigen wir uns seit Monaten über Fragen wie Lebensläufe, irgendein Lacher oder wie oft jemand den anderen lobt. Davon haben auch die Wähler genug. Nur für 11% der Befragten im Deutschlandtrend ist allein der Spitzenkandidat ausschlaggebend für die Wahl. Mehr als die Hälfte der Wähler macht die Wahl nur an den Inhalten fest. Der Klimawandel und seine Folgen, wie die Fluten in Westdeutschland, sind für die Wähler das wichtigste Thema. Gefolgt von der Zuwanderung, die 2017 noch an erster Stelle stand. Im Kanzlertriell stritten die Kandidaten zuletzt über genau diese Themen. Und es gab kontroverse Diskussionen um mögliche Koalitionen, vor allem wenn es um die Linkspartei ging. Laut Deutschlandtrend läuft es derzeit wohl auf ein Dreierbündnis hinaus. Grüne, SPD und Union müssten dann wohl um die Gunst der FDP konkurrieren. Wir haben ja fast so eine Situation, die an das Kinderspiel Reise nach Jerusalem erinnert. Wir haben 4 Parteien, SPD, CDU, Grüne, FDP, von denen jeweils 3 eine Mehrheit hätten. Und insofern ist die spannende Frage eigentlich, wie schafft man es, eine Partei aus diesem Spiel rauszunehmen? Um am Ende nicht als der eine Verlierer dazustehen, müssen die Parteien in den nächsten 3 Wochen weiter um jede Stimme werben. Denn am 26. September sind alle Umfragen egal. Da zählt nur noch das Ergebnis. Und soeben hat eben Unionskanzlerkandidat Laschet sein Zukunftsteam vorgestellt. Und in Berlin hat Christine Schwietzer die Vorstellung dieses Teams mitverfolgt. Fassen wir doch noch einmal zusammen. Wen hat er denn geholt? Gibt es da prominente Köpfe, vielleicht Überraschungen? Er hat sich Expertise aus allen Fachbereichen geholt. Das prominenteste Gesicht ist sicherlich Friedrich Merz, den er hier als ausgewiesener Wirtschafts- und Finanzpolitiker vorgestellt hat. Das ist insofern keine Überraschung, als dass ihn alle schon auf dem Zettel hatten und auch damit gerechnet haben, dass Merz hier als prominentes Gesicht präsentiert wird. Was vielleicht eher eine Überraschung ist, ist der Terrorexperte Peter Neumann, der ja so noch nicht im Gespräch war, jetzt seit ein paar Stunden, vielleicht auch seit gestern Abend, sind ein paar Informationen durchgesickert. Ansonsten sind es Gesichter, die wir kennen. Ich glaube, die Mischung macht es am Ende, dass man eine breite Expertise vorstellen will in Kernthemen auch, die die Union berühren, wie innere Sicherheit zum Beispiel und Wirtschaft. Versucht man jetzt hier auf den letzten Metern noch Punkte gut zu machen. Schauen wir noch mal auf Friedrich Merz. Der hätte sich selbst ja gerne auch als Kanzlerkandidat gesehen. Ist denn seine Unterstützung für Armin Laschet heute überzeugend gewesen? Ja, ich glaube schon, dass vor allen Dingen in der Union klar ist, dass es nur noch gemeinsam geht. Jede Zerstritten und Zerrissenheit gutiert der Wähler offenbar nicht. Zumindest geben das die Umfragen ja bisher so wieder. Und deswegen ist, glaube ich, bei allen sehr viel Disziplin jetzt angesagt. Und Friedrich Merz hat ja sehr frühzeitig signalisiert, dass er bereit ist, sich in dem Team Laschet zu engagieren. Ich glaube, das ist nicht die Überraschung. Die Frage ist eher, wie geht das Wahlergebnis aus und ob dann möglicherweise vielleicht eher Merz noch der Konkurrent werden könnte, wenn es für Laschet nicht gut ausgeht. Aber im Moment ist, glaube ich, Parteidisziplin hier angesagt. Sie haben eben schon den Terrorismusexperten Peter R. Neumann angesprochen. Wer genau ist denn das und warum legt Armin Laschet jetzt plötzlich so den Fokus auf dieses Thema? Ja, das ist ein renommierter Terrorismusforscher, der auch internationale Anerkennung genießt. Und es ist, glaube ich, die Botschaft an die Wählerinnen und Wähler zu sagen, das ist unser Thema, unser ureigenes Thema, innere Sicherheit. Wir können das besetzen. Man hat gemerkt, dass es eine Gratwanderung war, als die CDU im Zusammenhang mit Afghanistan nochmal auf 2015 verwiesen hat. Die Flüchtlingspolitik, so dürfe sich nicht wiederholen. Das ist nicht von allen Seiten gut aufgenommen worden. Also man hat dieses Thema, man will das platzieren, man kann das aber nicht eben um jeden Preis platzieren und man will trotzdem zeigen, dass es unsere Kernkompetenz, genauso wie eben Wirtschaft eine Kernkompetenz ist. Ich glaube, es ist ein bisschen die Botschaft an die Kernwählerschaft, denn das ist ja das Problem, was sie im Moment merken. Das Fass hat noch keinen so richtigen Boden. Die Umfragewerte bei 20-21%, wenn man jetzt auf verschiedene Institute schauen würde. Also das ist ihre eigentliche Not erst einmal zu konsolidieren und zu versuchen, diesen Abwärtstrend zu stoppen. Das versuchen sie halt mit Kernthemen und den Botschaften an die Kernwählerschaft.
Eine Überraschung ist ja sicherlich die Berufung von Joe Chiallo. Das ist ein Politiker aus Berlin-Pankow. Der hat bislang Bands wie Santiano und die Kelly Family gemanagt. Jetzt soll er Kreativmanager sein. Warum ist denn seine Position plötzlich nötig geworden? Ja, man hat auch gemerkt, dass Corona ein wichtiges Thema ist, dass nicht nur Wirtschaft ein wichtiges Thema ist. Nach der Corona-Pandemie geht es auch darum, das Kulturleben wieder zu beleben. Und da ist er, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, wie man versuchen kann, auch der Kulturszene wieder zu helfen. Zumindest soll das die Botschaft sein hier von der Union, dass man auch das im Blick hat und dass die Kulturschaffenden nicht aus dem Visier geraten sind. Und deswegen versucht Armin Laschet auch an dieser Stelle eine Flanke zu schließen und zu zeigen, die Union kann offenbar auch Kultur. Nun haben wir es eben im ARD-Deutschland-Trend auch gesehen. Man steckt in einem historischen Umfragetief. Wie viel Kampfesgeist wurde denn heute deutlich? Wie will man noch die Kurve kriegen? Ja, ich glaube, es sind jetzt alle mal wachgerüttelt von den letzten Umfragewerten. Aus der Partei heraus hört man, das hätte schon mal früher passieren sollen. Also einige in der Partei, vor allen Dingen vom Wirtschaftsflügel, haben schon länger darauf gedrängt, dass Armin Laschet ein Team vorstellt. Das ist ja etwas, was man ihm durchaus zuschreibt als positive Eigenschaft, moderieren zu können zwischen unterschiedlichen Positionen und ein Teamplayer zu sein. Dann hat man das mal angedacht, ganz am Anfang wieder beiseite gelegt. Und das Problem dabei ist, der Teamgedanke ist gut, nur jetzt wirkt er ein bisschen wie eine Reaktion auf die schlechten Umfragewerte. Also möglicherweise hätte man das ein bisschen früher platzieren müssen. Aber viel entscheidender, glaube ich, ist die Frage, wie geschlossen jetzt trotz dieser schlechten Umfragewerte sich die Partei Spitze auch hinter ihrem Kandidaten versammelt. Da hat man ja manches Mal das Gefühl gehabt, dass die, die ihn eigentlich unterstützen sollten, sich selten gezeigt haben. Unionskanzlerkandidat Armin Laschet stellt sein Zukunftsteam für den Bundestagswahlkampf vor. Das war Christine Schwietzer für uns in Berlin mit dabei. Vielen Dank. Und Laschet betont ja immer wieder, wie wichtig ihm Vielfalt sei. Das spiegelt sich auch in dem Team wieder. Jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Die offizielle Evakuierungsmission in Afghanistan ist vorbei. Doch weiter sind es Tausende, die das Land verlassen möchten. Denn seit die Taliban an der Macht sind, ist das Leben der meisten nicht mehr dasselbe. Millionen Afghanen sind auf Lebensmittelhilfen angewiesen. Und was bedeutet die Herrschaft der Taliban für Frauen und Mädchen? Doch wie die das Land verlassen? Ihnen bleibt im Moment nur noch der Landweg, um die Nachbarländer zu erreichen. An der Grenze zu Pakistan ist der Andrang zum Beispiel groß. Die Taliban lassen aber nur wenige Menschen durch. Unser Reporter Markus Spieker war vor Ort. Die bisherigen